mit der Deckenunterkonstruktion. Ich habe mir da was überlegt. Ich werde zuerst Balken unten an die Decke ranschrauben und dann kommt in der Decke versenkt LED-Lampen kommen dort rein. Und da habe ich mir jetzt ausgedacht, dass ich hier auf den Balken eine Aluminiumfolie draufklebe, damit die nachher reflektiert diese Diodenlicht Richtung Wand abstrahlt. Da habe ich einfach ein ganz normales doppelseitiges Klebeband auf diesen Holzbalken geklebt und werde da Aluminiumfolie draufkleben. Zuvor habe ich mit dem Akkuschrauber schon mal die Löcher reingebohrt, um nachher das Hochschrauben einfacher zu haben. Dass ich die Schraube nicht durch das Holz durchschrauben muss, sondern dass ich direkt in die Decke schrauben kann. So, jetzt nehme ich einfach hier handelsübliches Aluminiumpapier und versuche jetzt einfach mal schauen, wie das wird, das direkt aufzukleben. Das soll dann nachher wie ein Spiegel wirken. Da gibt es eine matte und eine glänzende Seite. Dann nehme ich die glänzende Seite und klebe die jetzt einfach da drauf. So, jetzt bin ich soweit, dass ich den ersten Balken hochschrauben kann. Ich habe jetzt das Aluminium draufgeklebt. Jetzt sollte es passen. So war es nicht geplant. Das ist ein Thema, es kann aber schief gehen. So, der zweite Balken habe ich auch vorbereitet, auch wieder mit Aluminiumfolie verkleidet. Das heißt, dann kann ich den jetzt auch hochschrauben. So, beide Balken oben. Jetzt kann dann das Brett hoch, beziehungsweise da vorne mache ich noch einen Querbalken hin. Für die Decke habe ich im Baumarkt mir eine Sperrholzplatte machen lassen. Da habe ich mir extra hier an der Decke die Maße alle abgenommen, habe mir dann eine Zeichnung gemacht, wie die Platte dann später an der Decke aussehen soll und bin in den Baumarkt gegangen und habe mir einfach mal die Platte schon auf die Außenmaße sägen lassen. Das Innere hier, die Aussparungen, die muss ich jetzt von Hand mit der Stichsäge sägen. Dazu habe ich mir hier meinen Bock in die Garage gestellt, oder zwei Böcke in die Garage gestellt. Und jetzt werde ich mit der Stichsäge das aussägen. Zuerst zeichne ich mir das ganz genau an und dann säge ich das mit der Stichsäge aus. So, jetzt habe ich es mir angezeichnet und jetzt säge ich es mit der Stichsäge aus. Ich habe da extra ein neues Blatt reingemacht, dass es nicht so ausfranst. Und jetzt versuche ich eben schön sauber am Strich entlang zu sägen. Wichtig ist, dass man mit den Händen wegbleibt vom Blatt und auch nicht unten irgendwie angreift, weil sonst kann man natürlich sich den Finger sägen. Also immer aufpassen mit so einer Maschine.
So, das zweite Schraubrohr ist geprägt. So, jetzt wären wir eigentlich soweit, die Platte dann einzubauen. So langsam nimmt die Decke jetzt auch Gestalt an. Also ich habe jetzt hier einfach das Kabel von der Beleuchtung für die Decke, habe ich jetzt verlängert, habe ich nach da hinten gelegt und da hinten habe ich eine Steckdose angebaut, wo ich dann später mein Lichtband einstecken kann. Ich habe jetzt vorne im Bereich des Fensters habe ich nochmal eine kleine Latte herangeschraubt, wo ich dann die Platte auch befestigen kann. So, rechts und links habe ich schon mal gestrichen, damit da nachher auch schön weiß ist die Decke, weil da kommt man ja nicht mehr so toll ran. So, jetzt wird die Platte montiert. So rum, oder? Ja, so wie es ist, genau. Na, wir müssen vorher gucken, das passt. Ja, das müssen wir ausrichten nachher noch. Das tun wir nicht lastig. Das ist mal richtig. An der Wand ist dran, ja? Ja, bin dran. So. Was musst du? Ja. So. So, mit diesem Abspritzer oder Spritz können wir uns die Platte oben halten, ohne dass wir mit den Händen was machen müssen. Jetzt muss natürlich noch sauber ausgerichtet werden. Fixieren, erstmal, dass nichts passiert. Dann in der Mitte eins. Brauchen wir gar nicht senken, die kriegt man eindrückt, oder? Gut. So, jetzt werde ich meine LED-Beleuchtung einbauen. Ich habe hier im Internet so ein LED-Band mit Steckernetzteil gekauft. Kann ich mal schon hier einstecken. So, dann sieht man hier, das sind solche LEDs. Die sind auf einem selbstklebenden Band aufgebracht. Und das baue ich jetzt unter die Decke. Ich habe mir ja hier diese Steckdose da eingebaut. Da kann ich das jetzt einstecken. So war es nicht geplant. Aber ist nicht schlimm. So, jetzt versuche ich das da wieder reinzubauen. In der Theorie habe ich es reingekriegt. Okay, in der Praxis geht es auch. So, das heißt, jetzt ist das Netzteil dort drin. Dann kann ich das Kabel rein. Komme ich auch später dann wieder gut ran. So, und jetzt kann ich anfangen, die LED-Leiste anzukleben. So, da kann man hier das Band abziehen. Und jetzt schauen wir mal,
wie das denn so wird. Das sieht ja mal cool aus, die indirekte Beleuchtung. Beim Schneiden meines Films ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht darauf eingegangen bin, wie viele Schrauben wir in die Decke reingemacht haben. Wir haben so circa 10 Schrauben rechts und links reingedreht. Die Schrauben sind ein bisschen versenkt und dann mit einem Feinspachtel noch verspachtelt, damit man nachher beim Streichen die Löcher und die Schrauben gar nicht mehr sieht. Also nun sieht man die Platte, die ist jetzt weiß gestrichen. Und ja, soweit wäre eigentlich die Decke fertig. Vielleicht mache ich nochmal einmal, streiche ich nochmal die ganze Platte, damit das schön sauber weiß satt aussieht. So, jetzt sieht man es nochmal, wenn alles gestrichen ist. Also der Effekt ist schon ganz gut. Was noch ist, ja, meiner Frau gefällt dieses harte Weiß nicht von der, von den LEDs. Unter Umständen mache ich die nochmal weg und kaufe mir ein warmes Weiß, damit eben ja, dieser Effekt ein bisschen anders ist.